So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist Sonntag, der 24. März. Und ihr wisst alle, man könnte denken, es ist Totensonntag, weil irgendwie jeder Sonntag ist tot. Keine Ahnung, aber Sonntag ist auch Ruhetag, nichts los, alles leer, da fahren auch keine Autos, da laufen auch keine Menschen. Und die Jalga ist ja nicht mehr so lang da, nämlich nur noch bis zum 28. März, also noch 4 Tage. Und deswegen wollte ich mal schauen, die Gunst der Stunde nutzen, einen die Jalga, ja Solo-Raid kann man nicht sagen, mal alleine die Jalga probieren mit 3 Accounts. Wenn das nichts wird und in die Hose geht, hätte ich noch einen 4. Account parat, ausgeliehen natürlich. Wisst, 2. Accounts sind nicht geduldet und ja, wenn das nichts wird, nimmt man halt 5. Aber wir wollen es mal probieren mit einer Machomai-Armee. Deswegen laufe ich jetzt fix zum Dino, da ist nämlich eins auf. Bau alles auf, nehme das auf, 3 Bildschirme und dann mal gucken, wie weit ich komme, ob ich es schaffe, ob ich es nicht schaffe. Habe ich bisher noch nicht probiert, warum weiß ich auch nicht, weil immer genügend Leute da waren oder man irgendwo ausgeholfen hat. Deswegen, aber jetzt. Wie gesagt, Totensonntag, keiner da. Kann man das mal nutzen und die Jalga machen mit 3 Accounts. Peace. So, ich habe einen Platz gefunden. Ja, habe ich es mir jetzt gemütlich gemacht. Habe die Handys auch schon eingestellt. Und 17 Minuten ist es noch da. Will ich mal kurz zeigen. So sieht das dann aus. Wunderbar, immer wieder. Der IKEA-Tablet-Halter kann ich nur empfehlen, wenn ihr mehrere Handys habt oder unterwegs seid. So spiele ich jeden Community Day wie ein Geisteskranker. Jetzt stelle ich euch aber mal ab, gehe in die Lobby und dann wird das vielleicht.
So, da ist es auch schon vorbei. Ging unglaublich gut, keine Ahnung, irgendwie, vielleicht hatte ich auch Wetterboost, also vielleicht war auch, obwohl es doch kein sonniges Wetter, guckt euch das doch an, das ist doch keine Sonne. Auf jeden Fall 74 Sekunden Restzeit übrig gehabt und ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück, dass das Ding nur Donner hatte, weil Donner wahrscheinlich ziemlich schwach ist. Wenn es jetzt Draco-Meteor hätte, wäre es natürlich bedeutend schlimmer gewesen, so konnte ich immer gleich zwei Wuchtschläge nacheinander durchziehen, also wenn es mir eins reingedrückt hat, hat es gleich doppelt so viel zurückbekommen. Richtig gute Sache. 74 Sekunden Restzeit ist eigentlich eine gute Zeit, leider kein Gutes dabei. 22,47, 22,55 und 53, die werde ich jetzt noch alle drei eintüten und dann ja, muss ich mich auch ransetzen, den Community Day schneiden, aber den habt ihr ja schon gesehen dann, bevor dieses Video rauskam. Wieder mal sehr verwirrend, Ramses, ne? Und da habe ich doch die Lösung gehabt, denn es war bewölkt. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt danach. Das Wetter war natürlich bewölkt und deshalb Kampf geboostet. Das war natürlich gut bei der Maromai-Armee, beziehungsweise bei der dreifachen Maromai-Armee. Die hat also richtig reingeknallt. Am Anfang etwas verwundert, dass es da Groudon vorgeschlagen hat. Habe ich erst gedacht, was, es ist wohl sonnig und Groudon ist geboostet. Aber nein, Groudon hat es natürlich nur vorgeschlagen, weil es Donner als Charge-Move hatte. Deshalb war es ja nicht so effektiv gegen Maromai, gegen Groudon erst recht nicht. Und als die Maromais dann endlich alle tot waren, konnte man schön mit der Groudon-Armee rein, die es automatisch vorgeschlagen hat in der zweiten Runde. Aber erstmal mit den Maromais sehr effektiv alles wegknüppeln. Und als die gefallen sind, bevor man jetzt Zeit verschwendet mit Wiederbeleben, Hochheilen und so weiter, einfach dann die vorgeschlagenen Groudon rein. Die lagen ja eh alle parat. Und ja, da hat Donner auch nichts entgegenzusetzen, aber Bodenattacken immer noch sehr effektiv und beste Kombination. Hat sich der Ramses natürlich wieder das Leichteste ausgesucht. Mit Donner und mit Wetterboost. Also bei den eigenen, wenn es jetzt selber Wetterboost gehabt hätte und Draco-Meteor, dann hätte die Geschichte wahrscheinlich schon anders ausgesehen. Dann hätte ich es bestimmt noch nicht mal geschafft, aber jetzt kann ich sagen, Dreier-Raid. Nee, wie nennt man das? Solo-Raid, Duo-Raid und Triple-Raid? Trio-Raid? Wenn ich Triple sage, denke ich immer, das sind dann drei hintereinander, aber wird ein Trio sein. Genau, ein Trio-Raid, die Jalga-Trio-Raid. Jetzt neu auf YouTube. Achso, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon einen Trio-Raid gemacht habt oder es noch vorhabt. Ihr habt ja noch ein paar Tage Zeit, aber nur wenn ich das Video schnell am Montag raushaue, sonst habt ihr nämlich gar keine Zeit mehr, weil es dann schon weg ist. Also bis zum nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.